Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Borderlands, und zwar Tales from the Borderlands. Das darf man ja nicht verwechseln, es gibt ja noch andere Borderlands, ne? Die sind nicht so toll wie das hier ist das Allertollste. Dann spielen wir auch jetzt weiter, die letzte Folge ist etwas geschlüpft, was einfach zu niedlich ist, um wahr zu sein. Und es schließt Freundschaft. How is your day going? It's a mixed bag. That's great! Variety is so important! Gordis, hi. Hi! Why don't you tell us a little bit about yourself? Okay, where to start? Now, I don't know every detail, but I was created by Atlas as a last-ditch effort to get to the riches of a vault, to get a leg up on those Hyperion guys. Well, we are still number one. Atlas had facilities all over Pandora, working on the pieces of me to get it done faster. But then, that lady made it a little more difficult to assemble by killing every Atlas employee. Well, how many more pieces are there? No idea. But the next piece we need is... Du klingst wie ein kleiner Junge. That-a-way! This should be... Should we go? This should be interesting. Ja. Wahrlich interessant. Also wächst er wirklich? Es ist wirklich... Everybody up and out! Oh, er ist ein wenig tot. Du solltest ihn in Ruhe lassen. Gordis? Hm? He is, Ach, er hat ein Rad. Ich dachte, er schwebt. He's... Komm, wir bringen ihm bei, was tot ist. Das sollte er recht früh kennenlernen auf Pandora. Oh, he's dead, Gordis. Oh, that's sad. No, he was a bad person, like really, really bad. Oh, well, good riddance then. Ein Frohgemüt durch und durch. Der Loader, wie er läuft, ich mag ihn ja. Hey, is there a radio in this thing? Dr. Pepe, ich glaube, es bewegt sich genauso wie ein Claptrap sich bewegt. Ob es sich nun unten dreht oder nicht. Magie, die Zukunft. Es fährt auf einem Rad, ohne dabei umzukippen. Es ist awesome. Und es wächst also wirklich. Es ist gerade aus einem Robo-Ei geschlüpft gewissermaßen. Und was suchen wir ihm jetzt? Arme hat er ja schon. Ich glaube, wir suchen seine Beine. Oh, da gibt's Probleme mit dem Copyright bei dem Lied. Aber egal. Das wird schon gut gehen. In association with Gearbox Software. And 2K Games. Ist das schön? Tales from the Borderlands. Wir haben ein fucking Space-Einhorn auf unserem Fahrzeug. Und einen Kompass-Roboter. Und warum ist der Loaderboard nicht auf dem Dach? Oh. Sie schießt über Ball. Das ist cool. Verdammten Rex. Gehört das so? Muss das grün sein? Ja. Die Locals und ihre Küche. Ah, ein Schmuckstück von einer Psychomaske. Und er ist immer noch... Will ihm mal nicht irgendwann jemand helfen? Es erinnert mich so krass ans DLC von Tiny Tina's Dragon Quest. Und Live-Schaltung zu Scooter, das ist schön. Und das sieht sehr nach Euro Truck Simulator 2 aus. Ganz normal. Ich hab Hallus. Ich meine natürlich... Der Hypercon sie hostet. Hyper, vielen lieben Dank. Geile Butterbirne.
Butterlocke wollte ich dich nennen. Weißt du, wegen der Haare? Wegen der Haare? Du hast Haare, Hyper. Ich habe keine Haare, ich bin neidisch. Ich bin nur neidisch. Dafür habe ich hier unten welche. Ich muss nur meinen Kopf umdrehen, dann hey, hau wieder alles rein. Just checking in. Don't want to distract you from the victory lap. You're probably taking now that Vasquez is dead. But, you haven't told Athena about me at all, have you? Weiß ich nicht. Gute Frage. Warum fragst du? Why do you ask? Because if she finds out about me, she'll cut your frickin' head off before you can even explain yourself. I'm not exaggerating. This chick's nuts. She really, really doesn't like me. Oh. Okay, look, kiddo. Stop calling me kiddo, please. Hi. Who are you talking to? Ich mach mich gerade ein wenig verdächtig, kann das sein? Wollen wir es ihr sagen? Sorry. But I mean it. She's really gonna kill us. Hey, what do you say we go to the room, huh, Sport? The nice, warm, well-centered room. I suddenly need to go to the roof. Ist das gut? Listen, you're probably gonna die, you know that, right? Oh, but I'm not talking gut. About Athena here. I'm just saying, like, in general. Warte kurz. Ich muss mich kurz ein bisschen. Das ist einfach zu gut. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ach, schön. Ich habe ganz lange überlegt, ob ich es mache oder und dann kommt sowas. Oh, warte. Oh, Mansen. Und Donald D. Dark 666. Vielen lieben Dank für deinen Follow. Ich mache das ganz kurz, weil heute ist mehr so der Tag für die YouTuber. Ich nehme das nur gerne auf Twitch auf, damit ihr alle zugucken könnt live. Herzlich willkommen in der bärtigen Runde und viel Spaß. So, jetzt geht's weiter. Gott, ist das gut! Sort of impending death. Oh. Okay. Is this about me not letting you take over my cybernetics? Yeah, it's about that. You trusted that floozy with a flashbang over your old pal Jack here, and look where it got you. I could have grabbed that drone before he turned your buddy into a code rat. I am detecting a little lack of trust here, pal. What's going on, TikTok? Why don't you go with What's-Her-Nuts' plan instead of mine, huh? Nein! Did it fall out of your head? Nein. Just me. Nein. I didn't feel like giving over control of myself to a mass-murdering megalomaniac. Firstly, hurtful. Secondly, nice alliteration. Thirdly, if I'm a mass murderer, what does that make you? What? How many bandits do you think you've killed so far, Sport? Huh? A dozen? Two dozen? No. Those were all in self-defense. Yeah, hey, but bandits like 70% of all the people I've killed were two. Look, you don't trust me, I get it. But let me spoil the big secret about surviving on Pandora for you. It's not about who's got the biggest gun, it's about teamwork. More than that, it's about compromise. If your old pal Vasquez had just given you your promotion, he wouldn't be dead, would he? Says the dead guy. Yeah, all right, sure. Yeah, you know what? Let's talk about that. Pause. You know why I died? Why is that guy talking to me? Ist das gut? Ich hab die überhaupt nicht gemerkt. He's going through something. Well, because Vault... I didn't work with the people I didn't trust. If I'd have just thrown stock options at the Vault Hunters instead of bullets, I'd be on a beach right now doing disturbingly graphic things with the local ladies. And if you can't learn to work with the people you want to punch in the throat, well, you're gonna die. Nothing but your pride and a big, fat hole in your sternum. Ja, aber sucks. Shit hurts. Du bist das Böseste, das ich kenne. I'm gonna die anyway. I'd rather die a good guy. Oh, is that so? Because if you want, I can overload the neurons to your brain right now. No. I'm just kidding. I'm messing with you. I totally can't do that. Or can I? Nah, I can't. No, it's just being a dick. You want to live? No, that's good. That's good. Hey, du willst auch leben, hä? What the hell is that? Du sitzt hier auch drin. I'm detecting some tension here, which is a bummer. We should be pals, you know? I actually see a lot of myself in you. And I know I've done some kind of things, but we're a team here, kiddo.
And you can even ask Athena. I always look out for my team, so I'm just asking you. Trust me here. We've got so much in common. I blackmailed and murdered my way up the Hyperion Ladder. You came up with that sick vault key deal. Ich kann ihm nicht trauen. Ich darf ihm nicht, ich will nicht, ich kann nicht, ich darf nicht. Eigentlich, ich kann, nein! I don't know how much clearer I can be, you genocidal maniac. I do not trust you. Huh. And so that's how it is, huh? Oh, that's fine. You know, I've been all torn up about our little arrangement here. And das größte Problem, was wir jetzt haben, ist, unseren Körper für uns zu behalten. This just makes things so. Aber entweder... Also ich... Die Alternative wäre, ihm unseren Körper freiwillig zu geben. Yes, sir. Ich meine, entweder nimmt er sich jetzt mit Gewalt, aber da wird er sehr viel länger für brauchen, als wenn wir sagen, oh, hey, komm, wir sind Bros, und dann nimmt er sich, weil wir Bros sind. Das ist nicht gut. Well, that's surprising. I didn't know you had it in you. Guys, can we just call it for the night? We're not gonna find anything in this light. Sein Arm sieht so... Yeah, alright. Ich meine, er war sein ganz... Das ist jetzt so sein Moment, von Hyperion sich loszulösen. Sein Vorbild war ja Handsome Jack all die Jahre. Ja, bis zu jetzt, zu diesem Moment. Und jetzt kann er diese ganze Hyperion-Sache endlich hinter sich bringen. Und, ja... Weiß nicht, ja... Ne? Genau so, das versuche ich jetzt auch mit ihm zu machen. So, als Charakter. It hides your identity. Ne? Ach, wirklich? That is the definition of a mask. Yes. Darauf gibt's einen Siegerschluck auf diese Erkenntnis. Nee, doch nicht. What of it? I can't think of any reason you'd need both of us. I don't. But for whatever reason, it seems that Gordas does. That's where my interest lies. I guess what I meant was, I'm interested that you're interested. Wo ist Gordas eigentlich? I see what you're trying to do, and I won't fall for it. Wenn no, none of the lines I put you on make any sense without you either knowing us or needing us. It's a compelling theory. How confident are you in this hunch? What I mean is, do you care to make a wager? I don't make bets when I don't know the outcome. Just thinking out loud. You should do a little less of that. Tell me about the dome. I'm done talking for a while. He can fill you in. Hey! What? He wants to know about the dome. Well, the creepy part or the pretty part? All of it. Gute Antwort. Ich will nämlich auch alles wissen. Was ist aus Gorgeous geworden? Wenn wir es geschafft haben, ihn zusammenzubauen, warum ist er bei unserer lustigen kleinen Runde da in der Zukunft nicht mit dabei? Oder in der Gegenwart? Oder was auch immer. Der Dome. Hier sollten wir hin. Ein ewig weiter Trip anscheinend bis zum Pol. Ich sehe Polarlichter, Nordlichter. That's incredible. It's incredible. Yeah, yeah, I guess so. Ich meine, man muss ja nicht das Offensichtliche verraten. Desert, ice, and now this. I've never seen anything like it before. And this is where the upgrade thingy is? This is definitely a little weird. What the hell is this place? Angebunden. Frozen Trees. Wie sind die hier gewachsen? Ich meine, wir sind hier vielleicht an einer Art Pol. Ja, kann's kalt sein. Ja, auch eine Wüste kann kalt sein. Aber wo kommen die Pflanzen her? Ich kann hier alles Mögliche scannen. Oh, was bist denn du? Ein Pilzchen. Spiel mal drauf Trommel. Ja, weil sie glühen. Sie glühen. Sie sind wahrscheinlich warm. Können wir die scannen? Vielleicht könnte uns das ja ein paar nützliche Informationen verraten. Really, really cold. None there far too cold to eat. Okay, sie sind also nicht irgendwie warm anscheinend. Genetic tampering has made these anti-freeze mushrooms stupidly cold to the touch. Bread, no tongue, reminds to the person. Ja, und du? Wachsende Glühbirnen.
60 Watt, das ist schön. Pretty squishy, kann man schön zerschmanschen. Scientists theorize that these fung things get attention glow more brilliant people, so... Will ich wirklich Dinge scannen? Was, 8 Jahre alt? Ist das ein angemessenes Alter für diese Höhe? Love Progress. Ja, ja, genau. Super, um Herzen reinzuschnitzen und so weiter. Hiding Trinkets. Ja. Oh, warte. Können wir ihn scannen? Ich würde gerne nochmal mit Loaderbot reden. Was bist denn du? Können wir sie nochmal scannen? Kann ich irgendwie nach links gucken? Nein. Ich wollte eigentlich nochmal unseren Freund scannen, der auf dem Rücken vom Loaderbot hängt. Vielleicht kann uns unser Auge ja was über seinen Zustand verraten. This plant is incredibly unique. It disguises every one of my senses. Sir Hammerlock. Oh, eine unglaublich einzigartige... Was, der war schon hier und hat das gesehen? Sir Hammerlock war aber auch echt überall. Sasha. Who touched Sasha? I've been on Pandora all my life, but I've never even heard of this place. Oh, this place is nothing. You should see how Pandora looks from Helios. Is it pretty from up there? Man kann die Blutspritzer aus dem Weltall sehen. Like a big old diamond. Or some other gem thing. You know what I mean. Kinda cheesy, but yeah. Cheesy. Ach komm, wer will nicht gern hören, dass sein Planet aus dem Weltall betrachtet schön ist? Da will man nicht hören, so alle Planeten sind aus dem Weltall schön. Sie sind rund. Okay. Wie füttern sie ihn eigentlich? Was ist, wenn er mal auf Toilette muss? Fragen über Fragen. Warte, was war das dort? Ich will alles angucken. Warum? Wo gehen wir hin? Was? Fass mal an. Tut es weh? Wichtige Fragen müssen geklärt werden. Worm plant? Was für ein Ding? Eine Wurmpflanze? Was ist denn eine... This place is cool. Indeed, sehr kalt ist es hier. So, how do we get in? I thought you destroyed everything, Atlas. Huh? Guess I missed this one. Also what would you have done if you'd found it? Large. Reduce it to rubble, grind the rubble to dust, kill everyone inside. The standard. I feel like this has to be the most exciting thing I've ever done. But then again, I haven't really done much. Like, almost nothing. I was a hat rack back on Helios. Hey, everyone needs hats. Redet ihr noch mehr? Ihr seid ein tolles Paar. Warum sind Roboter immer so... Ach, ich weiß auch nicht. Having a good time together. How are my two favorite robots? You guys having a good time together? Huh? Exchanging Vertretergrinsen. Oil recipes or whatever you talk about? Yes, I'm learning so much about how you dropped a fake vault key, how you lost $10 million, and how... Gee, thanks. I cannot hold back your tide of bad decisions. Loda, du wirst mich für immer hassen, oder? Ich meine, ich hab dich einmal in die Luft gekommen. Schau doch, wie gut es dir geht. Ich meine, dein Knie ist kaum offen. Du hast irgendwo deine Ersatzteile her, ich weiß doch auch nicht. Das können wir nicht einfach... Du hast mich sogar verprügelt. Das macht uns doch wieder quitt, oder? Ich meine, ich würde gern für dich explodieren und mich danach wieder zusammensetzen, aber ich glaube, danach kann ich nicht mehr viel reden. LB, joints holding up okay in this cold? LB. This unit's aftermarket parts are holding up adequately. Right. Just want to make sure both of you are good. Been a crazy day, am I right? Nah? You are very right. Wait, you're not being sarcastic, are you? Why would I? Wow, I am so not used to this. It's kind of refreshing. Ach, schön. Jemand meint ehrlich, dass er
recht hat. Ja, was treibt denn ihr hier so? Hey, Robots. Ich will ein bisschen Smalltalken. Vielleicht. Have you found my upgrade yet? No. Der kleine Mund. I see. Okay. So. Hey, I'll keep looking. We'll find it. Der ist so schön umgesetzt. Na dann, ich such mal weiter nach dem Eingang. You guys let me know if you find anything, alright? I'm gonna keep poking around. Schade, dass sie nicht weiter quatschen. Ich würde ja gerne noch eine Weile zuhören. Das war ein so schönes Gespräch. Warte, halt. Ich erinnere mich. Hier gab es Dinge. Was zur Hölle ist das? Oh, Speiseplan unbekannt. Wenn da schon steht, dass die Pflanze einen Speiseplan hat, dann sollte man sich davon fernhalten, solange man sich nicht sicher sein kann, dass man nicht draufsteht. Current status, frozen solid, species unrecognized, hybridarious issues, developella, derpa, modal, ja, genau, sag ich auch immer. Und dann fällt mir plötzlich auf, dass ich echt mal ein bisschen an meinem Englisch fallen muss. The soft glow of this mushroom set to choose downsides, children causing... Enough of the scanning already. Machen wir anderes, reden wir. Will mehr reden? Mehr reden. Reden ist toller als... Oder gucken. Gucken ist auch gut. What were you staring at me for? Weiß nicht. Ich habe zwei unterschiedlich farbene Augen, die müssen irgendwo hingucken. Scanning me or something, were you? I wasn't staring. Honest. I mean, you just happened to look at me at the same exact moment I was looking at you. Oh, uh-huh. Yeah, sure. Entwickelt sich da etwa gerade etwas? Ja, das ist einer dieser typischen Baume-Momente. Ja, was? Wie? Nein, na, was? Ich gehe mal nach da hinten und drehe an dem Schalter. Weil man an Schaltern dreht. Ich mach das immer so. Loaderbot? Könntest du kurz... Was ist eigentlich in unserem Inventory? Ich habe das schon lange nicht mehr reingeschaut. Ja, lol. Wir haben einen Schuh... Nein, das ist gelogen. Wir haben zwei Schuhe. Wir haben einen Shield... Das ist nicht schlecht zu wissen. Unseren Stun-Button haben wir auch noch. Aber wir haben ein Shield. Das ist gut. Das gefällt mir. Ja, doch. Okay, analysieren wir mal diese Tür. Warum klemmt die denn? Liegt es vielleicht an dem ganzen Schrott, der da davor liegt? XO Frank. Wunderschönen Abend. Grüß dich. Manufacture Atlas. Ja, das ist alles hier von Atlas. Captain Obvious. Security Features, T-Floppy, Girl Lock, Lever. Schön, den haben wir gefunden. No find way to cover your holds. Ja, yeah, okay. Es liegt halt immer noch Schrott davor. Guess it's stuck. Wie wäre es, wenn wir das mal wegräumen? Ich glaube, wir alleine werden das nicht schaffen. Ach komm, du hast kaum Fiona da hochgezogen bekommen. Da willst du es... Ich dachte gerade kurz, er steht richtig rum. First I thought it was too long to be a tie, and then I saw it tucked into his pants, and then I had no idea what was going on. You know what it is? It is a tie. I have concluded that most humans lack standard fashion circuitry. That's awful. Maybe someone should tell him. Die machen sich über unseren Schlips lustig. Weil wir uns den in die Hose stecken. Ich meine, gut, okay, es sieht wirklich komisch aus, wenn der vom Hals bis in die Hose geht. Ich aus Respekt gegenüber Reese, der mich nicht mal hören kann, wollte ich es nicht erwähnen. Ich wollte es nicht ansprechen, ich wollte nicht drauf rumhacken, kann er seinen Schlips gerne tragen, wie er will. Er wird sich wahrscheinlich auch drüber lustig machen, dass ich keinen Schlips trage, aber den würde man unter dem Bart auch gar nicht sehen. Der Bart ist mein Schlips. Ich habe einen Gesichtsschlips aus 100% biologisch abbaubaren, selbstgewachsenem Bio. Scheiß. Ja. Die Zeit ist rum. Das war's mit dieser Folge. Ich guck mal kurz, wie weit wir sind am Kalender. Oh, heute ist gut was zusammengekommen. Heute ist gut was bei rumgekommen. Ich find den Humor von dem Spiel einfach immer wieder spitze. Wie sie sich ein stilles Plätzchen suchen zum Quatschen. Handsome Jack und Reese, also eigentlich nur Reese. Und da oben auf das Auto steigen und Handsome Jack, fucking shit, er ist ein Hologramm. Er kann sich einfach mal mitten in die Luft setzen. Und tut so, als hätte er gerade den bequemsten Stuhl der Welt. Und wir checken überhaupt nicht, dass da die zwei Robos sitzen.
Warum redet der mit sich selbst? Man vergisst das aber auch so schnell, dass wir ja die Einzigen sind, die Handsome Jack sehen können. Aber, naja, was soll's. Aber nein, ich finde ihn überhaupt nicht cool. Ich werde den so lange in meinem Kopf dulden, bis wir ihn irgendwie wieder dort rauskriegen. Und ich werde keinen Handel mit dem eingehen, was auch immer. Es wird der Moment kommen, da wird er uns ankacken. Da wird er uns unseren Körper klauen. Das kommt garantiert. Aber ich werde, so hart es geht, mich dagegen widersetzen, weil Handsome Jack hat in... Nein. Ich weiß, es klingt falsch, wenn ich das sage, aber Handsome Jack hat in mir nichts zu suchen. So ist es. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin der Baume. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederschauen. Und reingehauen. Tschüssikowski.